Ja, ich habe schon lange nicht mehr gezockt, wie ihr seht. Wenn ihr diesen Trick lernen wollt, also ich habe den ein bisschen langsamer gemacht, weil ich schon lange nicht gezockt habe und habe keinen Bock zu verkacken. Jetzt zeige ich euch hier diesen Trick, den ich gemacht habe. Der war nicht so langsam hier. Für die Leute, die das editieren können, müssen halt auch lernen, das editieren. Auch wenn sie jetzt nicht das können, bei diesem Trick muss man halt auf jeden Fall sowas können. Dann geht halt sowas editieren. Macht hier halt eine Treppe, macht hier auch eine Treppe, springt hier, macht hier noch einen Boden an, dabei eine Treppe und hier geht dabei hier den Boden editieren. Macht entweder so oder so, so geht auch. Da könnt ihr irgendetwas so nice weitermachen, nach links oder nach rechts. Das hier der erste Trick, den ich euch gezeigt habe. Der zweite Trick, den habe ich auch schon lange nicht gemacht. Das ist halt genau diese Variante, nur halt hier ohne das hier zu editieren und ohne das hier halt nur einfacher. Halt, man macht, man springt, also man macht hier erstmal einen Boden, dann macht man hier einen Boden, ne? Eine Wand, dann macht man dann noch eine Wand, hier macht man eine Pyramide, dann macht man eine Treppe und dann noch eine Treppe. Das war schon komplett, ich bin gerade scheiße, nicht wundern, Leute. Dann macht man hier noch eine Treppe und dann springt man, dann macht man hier genau dasselbe, den Boden dabei und hier die Treppe, da könnt ihr auch so editieren. Und so sieht das aus. Ich versuch's einmal schnell, weil ich habe es schon lange nicht. Na, okay, nice. Kommen wir zum nächsten Trick, aber den müssen sehr viele kennen, aber das ist ein bisschen alt. Die, dass man so macht, macht man halt hier eine Pyramide, hier, hier. Macht dann halt hier, baut man halt hier so und ja, der Trick geht nicht mehr, danke dafür. Dann habe ich einen anderen Trick. Das ist genau so. Okay. Also man macht halt so. Dann nur halt, dass man. Ich bin so scheiße, ne, ich schwöre. Nur halt, dass man so macht, dass man hier dann viel gegengehen kann. Leute, wie ihr seht, ich habe. Mann, ich sag das so oft, ich schwöre, ich bin einfach nur. Ich sag das nicht, ich bin aber bescheuert. Dieses B-E-Wort. Egal. Dann gucke ich, ob ich selber einen Trick herausfinden kann. So. Also diesen Trick müssen die meisten kennen. Für die Leute, die gut editieren können, kann man halt so gut flexen, dass man das halt so editiert und dann macht man hier weiter 90s. So flext man halt gut. Und dann gibt es noch einen Trick, damit könnt ihr Leute, das hat, wie soll ich sagen, das halt ein heftiger Trick verarschen. Da macht ihr halt so, also ich feiere diesen Trick mega. Wenn halt hinter euch die ganze Zeit jemand ist, macht ihr halt die ganze, macht ihr halt macht ihr halt das hier, baut ihr halt sowas. Da editiert ihr das so und geht ihr es wieder in eine Pyramide editieren, dann geht ihr es editieren wie eine Treppe, dann geht ihr wieder dieses andere Teil so editieren, dann macht ihr so, so und dann könnt ihr ihn easy geben. Dann, falls euch anhittet und ihr euch unsicher seid, könnt ihr wieder so machen, ja, und runterfallen. So machen, hier halt das wieder in eine Treppe editieren. Dann geht man hier wieder 90 machen, kann man sich hier oder keine Ahnung oder von oben abknallen. Whatever. Und Leute, wenn euch diese drei Tipps und Tricks Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Mein Deutsch, ey. Würde mich mega freuen. Mein Deutsch freut mich auch. Und ja, das war's mit dem Video. Das Like, ein Abo und ciao.